rein, auch Logistik und öffentlicher Personenverkehr, inwieweit man es zum Beispiel schafft, in Johannesburg diesen sogenannten Taxikrieg etwas zu entschärfen. Sie wissen, es sind dort neue Bussysteme auch etabliert worden im Vorfeld. Dagegen gibt es große Bedenken von Seiten der südafrikanischen Taxiindustrie. Die ist Mafia-ähnlich organisiert. Es hat auch Anschläge und Überfälle dort gegeben. Das wäre sehr verheerend, wenn sowas in den ersten Tagen dieses Turniers passieren würde. Und natürlich müssen wir nach wie vor mit der Gewaltkriminalität rechnen. Wie gesagt, die Behörden haben aufgerüstet, aber es wird sicherlich ein Bedenken über das Turnier liegen, gerade was die Kriminalität dort angeht. Es gibt vermutlich auch noch Ecken, wo man besser nicht hingehen sollte, sozusagen. Das gibt es. Da hat auch die südafrikanische Polizei relativ offen einen Knigge im Prinzip veröffentlicht, also die To-Dos und Not-To-Dos für Fans. Da muss man einfach ein bisschen weise sein und das muss man den Leuten einfach unterstellen, dass sie das auch schaffen und vielleicht nicht durch die finstersten Townships dort wandern. Ansonsten habe ich mich während dieser Reise wirklich kreuz und quer durchs Land sehr sicher gefühlt. Wie sieht es überhaupt aus mit Fußball und Südafrika? Normalerweise bei Südafrika denkt man nicht unbedingt an Fußball, sondern vielleicht eher an Cricket oder Rugby. Ist Fußball ein beliebter Sport eigentlich? Es ist ja der Sport der schwarzen Bevölkerungsmehrheit nach wie vor. Insofern war es, glaube ich, eher die Herausforderung, jetzt die, sagen wir mal, die weiße Minderheit, die ja auch finanzkräftig ist und so ein Turnier natürlich auch entsprechend von der Personenzahl, der Zuschauerzahl dann auch nochmal unterfüttern kann, Stichwort teure Karten für viele Fans, die dafür zu gewinnen. Ich habe mit vielen Cricket- und Rugby-Freunden eben gesprochen, die sich also auch fürchterlich freuen und die auch um die Strahlkraft wissen dieses Sportes, überhaupt des Sportes für Südafrika. Wir erinnern uns 95, als der gerade gewählte schwarze Präsident Mandela eben die Rugby-Trophäe der damals ja noch sehr weißen Rugby-Mannschaft dann überreichte. Das hat ja eine unglaubliche Strahlkraft für diese junge Demokratie Südafrika. Und so ein Nation-Building-Prozess, den erhofft man sich eigentlich auch von diesem Fußballturnier. Und soweit ich mit weißen Südafrikanern dort sprechen konnte, sind sie durchaus gewillt, diesen Prozess mitzugehen. Und die Schwarzen sind sowieso im Boot. Die sind verrückt nach Fußball dort. Ja. Deutschland 2006, das war ja das Sommermärchen. Wagen Sie eine Prognose für die WM in Südafrika am schönsten Cup der Welt, viele sagen? Also was mich ein bisschen betrübt, um damit anzufangen mit dem schönsten Cup der Welt. Am schönsten Cup der Welt ist eben Winter in unserem Sommer. Und wer die Verhältnisse kennt, und ich habe in Kapstadt jahrelang gewohnt, der weiß, dass die Winter zumindest in Kapstadt mal ganz fürchterlich sind. Das heißt, es wird doch atmosphärisch einen Dämpfer geben, einen klimatischen Dämpfer. Das ist sehr schade, weil sicherlich diese traumhafte Kulisse von Kapstadt auch nochmal viel transportiert hätte an Stimmung. Das wird etwas anders aussehen in den Anspielstädten. Insofern glaube ich schon, dass wir eine sehr bunte WM kriegen. Sie wird laut sein, Stichwort wie Vuvuzela. Das ist einfach so. Südafrika ist ein lautes, ein ganz mobiles Land. Es wird Organisationsschwächen geben. Wir werden nicht so eine durchgetunte WM erleben wie hier 2006. Vielleicht wollen wir das aber auch gar nicht. Da wird Raum sein für Improvisationskunst. Es wird eben eine afrikanische WM sein. Und ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Vielleicht also Südafrika ein Wintermärchen, wer weiß. Unser Journal-Extra-Reporter Ludger Schadomski hat sich alles schon mal angesehen und der Countdown läuft. In einem Monat geht's los. Mehr dazu und auch einen WM-Tipp gibt's im Internet auf dw-world.de/German. Deutsche Welle, Fokus, das Magazin. Neue Hoffnung, was hinter den Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern steckt. Große Demütigung, das israelische Militär darf Palästinenser aus dem Westjordanland deportieren. Und teure Hochzeit, warum viele Paare aus dem Libanon im Ausland heiraten müssen. Das sind die Themen heute.